Zum Umbau der Schaltansteuerung werden folgende Teile und Werkzeuge benötigt: eine externe Ansteuerung, Artikelnummer 8213, eine Rohrzange, ein TX20-Schlüssel, ein 10er Gabelschlüssel, ein 2mm Inbusschlüssel, eine 8er Nuss und etwas Fett. Zur Orientierung sehen Sie zunächst links die vollständig montierte Schaltansteuerung. Fixieren Sie mit dem 10mm Gabelschlüssel die Achsplatte. Lösen Sie mit dem TX20-Schlüssel die Achsplattenschrauben und entfernen diese. Abermals mit dem TX20-Schlüssel entfernen Sie die Achsringschraube. Der Achsring selbst lässt sich durch Auf- und Abkippen lösen und dabei gleichzeitig nach oben abziehen. Sollte dieser zu fest sitzen, hilft eine Rohrzange weiter. Legen Sie bei Bedarf zwei Pappstreifen zwischen Rohrzange und Achsring, um diesen vor Beschädigungen zu schützen. Sollten sich beim Abnehmen die Freilauffedern gelöst haben, drücken Sie diese zurück in Ihre Passstiftbohrung. Bei diesem Umbau werden die beiden alten Papierdichtungen getauscht. Die kleine neue Papierdichtung wird innen im Achsring eingelegt, die große legen Sie außen auf und richten diese anhand der Löcher aus. Durch die Lochzuordnung ergibt sich die Stelle zum Einschrauben des Gewindestiftes. Nutzen Sie dafür den Inbusschlüssel. Der Gewindestift soll noch etwa 2 mm herausstehen. Nun kann die externe Schaltansteuerung herumgedreht, aufgesetzt und fixiert werden. Schalten Sie nun die Narbe mit einem 8er Schlüssel auf der Achse gegen den Uhrzeigersinn bis zum Ende in Gang 14. Setzen Sie nun die Seilrolle auf und richten diese so aus, dass Ihre beiden Löcher mit der gedachten horizontalen Achse übereinstimmen. Setzen Sie das kleine Zahnschaltrad 1 auf die Achse auf. Der Bund zeigt stets zur Narbe. Dessen Ausrichtung gelingt durch vorsichtiges Verdrehen, bis er von selbst in die Vertiefung rutscht. Für einen sauberen Lauf schmieren Sie etwas Fett auf. Anschließend wird die Achsplatte in der richtigen Position aufgesetzt und alle 5 Schrauben mit dem TX20-Schlüssel über Kreuz festgezogen. Wir empfehlen ein Anzugsmoment von 3 Newtonmetern, das mit einem konternden 10mm Gabelschlüssel am besten aufgebracht werden kann. Zum Abschluss der Arbeit entfernen Sie die Seilrolle und setzen die Seilbox auf. Dabei sind, abhängig vom Verlauf der Schaltzüge, 2 Positionen möglich. Davon ab gibt es noch eine dritte Position, wozu Sie allerdings die Achsplatte nochmals drehen müssen. Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.rohloff.de oder wenden Sie sich an unsere Fachhändler. Wir freuen uns über Ihr Interesse.